Willkommen zum Kaffeepool. Wahlspezial, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut heute. Ja, und wir werden natürlich auch musikalisch untermalen von dem Trio Südbahnhof. Die haben ja schon die Europa-Hymne gespielt und jetzt kommt ein Wiener Dudler. Ein Wiener Dudler. Falls Sie nicht wissen, was das ist, dann werden Sie es jetzt gleich erfahren. Die Fuhrleit, ein Wiener Dudler vom Trio Südbahnhof. Bitte schön. Am Land draußen verschwinden die Fuhrleute bei uns. Wir laut rot die Peitschen oft knallt. Aber auf jeder Gossen war's ein lustiges Leben. Ein Echo hat's gegeben aus dem Wald. Trio Südbahnhof bestehend aus Viktoria Pfeil, Robert Leon und Konstantin Sieghardt. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. War Wurm für heute gesichert. Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Das Wiener Dudeln, das gehört ja seit 2010 zum immateriellen Weltkulturerbe. Woher kommt das? Hast du nicht gewusst? Nein, ich bin... Okay, dann macht ja nichts. Ja, Bildungsauftrag auch erfüllen. Nein, aber woher kommt denn eure Leidenschaft fürs Dudeln? Also unser Trio Südbahnhof beschäftigt sich ausschließlich mit Volksmusik aus Österreich, Deutschland und Ungarn. Und da gehört das Jodeln auch dazu. Und übers Jodeln sind wir zum Dudeln gekommen. Das ist sozusagen die Wiener Variante vom Jodeln. Also, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, woher eigentlich der Name kommt, Trio Südbahnhof. Also Südbahnhof, da geht es tatsächlich um den Wiener Südbahnhof und den gibt es nicht mehr. Und man denkt gerne so ein bisschen nostalgisch dran zurück, zumindest in unserem Fall. Das heißt, diese Nostalgiegeschichte, da spielt auf jeden Fall eine Rolle in der Musik. Und Bahnhof, weil Fernweh. Wegfahren vom Südbahnhof aus oder von welchem Bahnhof auch immer. Ein bisschen dieses Schauen in Richtung der Nachbarländer, deswegen auch ungarische Lieder und eben deutsche, plattdeutsche und so weiter. Ich finde es ja ganz spannend, du hast das angesprochen, nicht nur österreichische, sondern eben auch deutsche und ungarische. Ihr seid alle noch junge Menschen, voll im Saft. Wie kommt man da eben auf diese Musikart? Weil das ist ja trotzdem, Randgruppe nicht, aber eher seltener, oder? Ja, schwer zu beantworten. Ich glaube, alle drei hat das separat voneinander schon interessiert, Volksmusik. Und vor allem ist jetzt vielleicht der Song, war schon traditionell vorgetragen, so, aber wir haben schon auch ein bisschen das Ziel, all die Lieder herzunehmen und denen so ein bisschen neues Leben einzuhauchen und dass die gar nicht so antiquiert klingen. Und das ist
Ja, besteht ein irrsinniger Reiz, das zu tun, weil diese Lieder so unfassbar schön komponiert sind, dass man eigentlich nur noch dem Leben einhauchen muss und dann der Rest geschieht von alleine. Schön gesagt. Ja. Wenn jetzt unsere Zuseher und Zuseherinnen sagen, hey, das Trio Südbahnhof, das ist richtig cool, wo kann man euch sehen? Wenn die Zuseherinnen und Zuseher in Oberösterreich sind, dann ist die nächste Möglichkeit am 19. Juli in Steyr, im schönen Frau Franzi. Und die nächste Möglichkeit in Wien ist dann der 1. August im Rahmen vom Kultursommer. Also hoffentlich im Kalender notiert. Ich sage mal Dankeschön. Wir sagen Danke. Ja, und von euch hören wir sicher noch einiges. Dori, bitte. Ja, bei dieser EU-Wahl, die heute stattfindet, dürfen zum allerersten Mal auch 16-Jährige wählen. In Österreich gibt es 400.000 Erstwähler, aber über 80% davon haben das Gefühl, dass die Politik sie nicht erhört. Wir werden gleich über die Erstwähler sprechen, und zwar mit dem parteiunabhängigen Verein JEP. Bleiben Sie dran.